road, so don't act like it. And please don't treat me like I'm your sidekick. Cause I watch TV, I see how life is, and it's not easy. But still I'm right here, screaming I'm good. Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir spielen heute eine kleine Runde 4x2 auf der liegenden Map Platz 1. Ich habe ja im letzten Video gesagt, dass ich mal ein bisschen die Maps changen will und mal ein bisschen gucken will, dass wir andere Maps spielen. Und heute sind wir hier auf Platzi. Tatsächlich habe ich heute mal wieder seit 3 Videos, glaube ich, ein Thema dabei, was, glaube ich, vor allem für Leute, die mal nach Berlin kommen wollen oder sich eine Meinung darüber machen wollen, sehr interessant ist. Das sah doch auch mal wieder sehr schön aus. Denn ich möchte heute, weil ich auf Twitter auch wieder mal was gelesen habe, einfach mal über Berlin reden und euch mal sagen, wie es wirklich in der Stadt ist. Ich wohne ja hier jetzt seit 15 Jahren und war auch öfter Innenstadt Berlin. Ich wohne ja am Rand, wie vielleicht manche wissen. Nein, als ob der mich noch mitgeholt hat. Warum bin ich da überhaupt raufgegangen? So, V1 habe ich. Nein, was habe ich noch? Ja, ich habe ihn noch R gedrückt. Berlin ist tatsächlich, wie viele vielleicht nicht vermuten, die hier nicht wohnen, eine Stadt, die ich null als Urlaubsort empfehlen kann, die auch echt nicht gut für Klassenfahrten ist, wo ich immer wieder sagen muss, dass ich es nicht verstehe, wie eine Klasse sich entscheiden kann, nach Berlin zu kommen. In dieser Stadt gibt es Baustellen, du siehst echt sehr, sehr viele Obdachlose, was für mich, also ich finde es persönlich schlimm, aber es versaut halt so das Bild einer Stadt, meiner Meinung nach, so ein bisschen auf jeden Fall. Dann kommt dazu, dass du, wie gesagt, überall Baustellen hast, du hast so viel Müll in dieser Stadt, so viel Müll, und mit diesen Baustellen, Leute, meine ich wirklich, dass du überall, du gehst um eine Ecke rum in Berlin, wisst ihr, was da ist? Genau, eine Baustelle. Du läufst zu einem Mülleimer, wisst ihr, was um den Mülleimer rum ist? Genau, Müll! Weil die Leute es einfach nicht checken, dass man seinen Müll halt in den Mülleimer werfen kann und nicht unbedingt daneben werfen muss. So. Ich hoffe mal, dass Grün auf Rot geht. Ne, der eine Grüne kommt zu uns. Oder er geht doch zu... Ah, wo geht er hin? Er geht doch zu Rot. Ich werde mal mit auf Rot gehen, weil ich Rot eigentlich ganz gern bekommen will. Bevor wir auf Grün jetzt gehen. Und no, den Turn habe ich gerade gar nicht erwartet, Brudi. Yeah! Und komm, Boost! Nein, ich habe gedacht, schade. Ich habe gedacht, der boostet mich noch auf die Insel rüber. Deswegen, was ich halt in Berlin auch immer wieder sagen muss, also ich bin selbst ein Mensch, der nicht es sehr gerne sieht, wenn viele Menschenansammlungen, oh mein Gott, wie habe ich da verendet, wenn viele Menschenansammlungen auf einmal auf einem Haufen sind, so. Und da habe ich ihn noch bekommen. Da kommt direkt der nächste. Den habe ich ihn auch, ja, Glück gehabt. Keine Ahnung, ich bin an sich nicht so mit der Vorstellung befreundet, dass ich überall Menschen sehe. Keine Ahnung, ich habe es auch mal getweetet, Alter, ich rede gefühlt nur noch in meinen Videos über Twitter. Ich habe schon mal getweetet, dass ich in Menschen immer mehr sehe als vielleicht andere Leute. Keine Ahnung, ich sehe in dem Gesichtsausdruck, in der Gangart, in dem, wie sie sich zeigen, wie ihre Ausstrahlung ist, immer was sie für Probleme und, oh mein Gott, war das scheiße. Immer was sie für Probleme haben im Leben und wie es ihnen gerade in der Situation, in der sie sind, geht. Und keine Ahnung, sowas macht einen, wenn du einen Tag lang durch Berlin läufst, macht einen sowas halt schon echt, echt fertig, wenn du immer wieder die verschiedenen Schicksale in deinem Kopf durchgehst. Das ist nicht mal so, dass ich es unbedingt will und unbedingt sehen will, was in den Köpfen der Menschen vorgeht, sondern einfach so, dass mein Kopf es automatisch vormanipuliert, wenn ich daran denke. Und oh mein Gott, ich habe keine Pickaxe dabei, heißt dieser Push ist eh sinnfrei. Na, schade. Ich hatte halt eh keine Picke dabei, weil wir gefühlt hier auf Platzi gibt's halt so nahezu gar kein Bronze. Und auch wenn man dann in der Bahn sitzt, wenn ein Maschinenersatzverkehr in Berlin ist, fährst du mit der Bahn irgendwo hin und dann endet der Tag am Ende so, dass du in einem Bus endest, der einfach so vollgestopft ist, dass du dich fragst, wie Leute überhaupt gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können oder reisen können. Und hä? Als ob, wie habe ich diesen Airhit bitte nicht bekommen? Wie war das gerade möglich, dass ich diesen Airhit nicht gehittet habe und er ist auch gestorben? Wir haben in dieser Runde einfach so viel Luck, das ist echt unfassbar. Ich würde ja fast sagen, mehr Luck als Verstand so. Aber auch an sich, wenn du manchmal Bahn fährst, dann sind die Bahnen, vor allem
Innenreihe nach Berlin so fucking voll. Also wirklich so voll, dass es manchmal richtig einfach weh tut, wenn du weißt, dass du damit fahren musst. Ich bin echt froh, dass Grün ein Target auf Rot schiebt und nicht auf uns geht. Weil auf Target hätte ich jetzt ehrlicherweise gar keine Lust. So. Warum geht mein Mate nicht at home? Nein, nein, nein! Eine Sekunde! Hätte eine Sekunde weniger gebraucht zum Einkaufen, wäre ich in ihrer Safe Base gewesen. Wir müssen echt sehen, dass wir irgendeiner der Teams jetzt mal bekommen. Sonst endet das ganze Game echt nicht gut. Nein. Movement OP. Movement noch OP. Oh, ich habe ihn noch bekommen. So, Rot macht jetzt einen Double Push auf uns. So, V1 ist weg. Nein, den zweiten habe ich nicht bekommen. Was macht mein Mate da schon wieder in der Base? Und da habe ich ihn auch. Nice. So, ich habe jetzt mal auf den Spawn noch was gelegt, dass wir dann was haben, wenn wir spawnen, dass wir direkt pushen können. Nein. Oh mein Gott. Alter, habe ich wieder veraimt. Ja, und das Rot sich jetzt Gold holt, ist komplett verständlich, muss ich ehrlicherweise gestehen. So, was die für ein Target abbekommen. Aber irgendwo auch schade, weil ich finde die Runde persönlich echt relativ spannend. Auch wenn sie vielleicht ein bisschen anstrengender ist als normale Runden so. Das Ding ist, Gold wird ihnen halt nicht viel helfen, außer dass sie jetzt noch einen größeren Target bekommen. Hat er ein Eisenschwert? Hä? Lol, er hat kein Eisenschwert. Warum hat er kein Eisenschwert? Das hat mich jetzt echt gerade in dem Moment übelst verwirrt. Es ist halt, keine Ahnung. Warum holen sie sich Gold? Oder sie machen halt, das wäre halt der Ehrenmove von denen, wenn sie das Gold jetzt nur geholt haben, um eine Absicherung zu haben, dass es niemand anders holt, sie aber ganz normal weiterspielen. Das wäre holy shit, das würde ich feiern. Das wäre echt eine Ehrenaktion. Bruder, kannst du mal aus... Alter, das wäre halt so krass, wenn sie das Gold wirklich nur geholt haben, um zu wissen, dass sie halt eine Absicherung haben oder sowas. Nein. Nein, 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 nein. Schade. Ich habe halt den Airhit nicht gehittet. Leute, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Ich hoffe, ihr macht euch noch einen schönen Tag und ihr könnt mir mal gerne eure Meinung, auch wenn ich ein bisschen vom Thema abgeschweift bin, über vielleicht Berlin in die Kommentare schreiben, falls ihr da schon mal wart oder dort wohnt. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Bis später und ciao. What I mean to say is y'all ain't been about the dream. Even back in high school, y'all were really about to...